Hallo, wir sind back on track. Back on track. Back on track. Welchen denn? Hast du einen Wunsch? Ja, habe ich. Okay, wir sagen es bei drei gleichzeitig. Warte. Okay, eins, zwei, drei. Kasper. Warum Kasper? Bei mir, ich feiere, also der Typ kann rappen. Wir machen Kasper. Wenn wir schon so einsteigen, Kalim kommt sowieso noch. Aber ich finde, für mich persönlich hat er keinen besseren Track als Halbe Mille gemacht. Also, Freunde. Was übrigens auch die Klickzahl ist. Halbe Mille, Mille. Halbe Mille, Mille. Also, passt auf. Hoffentlich ist das nicht wack, Alter. Kasper, eine Zeit lang auf seinem sehr eigenen Film, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie das Negative ziehen, es war nicht ganz mein Film. So, jetzt passt auf. Es hat mir Big Boy irgendwann beim Abendessen, wir wurden eingeladen, hatte mir Halbe Mille gezeigt, vor circa acht Jahren. Keine Ahnung. Und ich habe das Ding gesehen so, das ist der Beat, bei dem das Skateboard bricht und dein Kiefer mit. So, wenn Kasper auspackt. Ich vergesse einfach einzelne Lines von diesem Track nicht, weil ich ihn tot gehört habe. Der Track ist und Halbe Mille ist brutal. Und er ist nicht auf Spotify zu finden. Fehler. Aber Soundcloud hat's auf jeden Fall. YouTube hat's, Alter. Und YouTube hat's auch. Video ist mega nice. Lyrics sind mega nice. Ich glaube, das Video war auf dem Splash. Genau. War auf dem Splash. Da habe ich dann verstanden, dass Kasper auch mal eine Zeit vor XOXO hatte. Ja? Wo er wirklich auch mehr auf dem Rap-Film hängen geblieben ist und gebattelt hat. Und hast du das gesehen? Was denn? Den Battle. Ich glaube alles, ja. Wo Savage der Host war. Wo Savage der Host? Ja, natürlich. Was? Natürlich. Aber da hat mir am besten gefallen, Favorite gegen Pillard. So, Pillard, du bist halt wieder bei Pillard. Ja. Pillard tötet ihn halt einfach. Freunde, Big Boy, ja, ich hatte schon mal in den Anfängen, ne? Du bist ein absoluter Pottler-Pillard-Fan. Snagger und Pillard. Geht bei Big Boy nichts drüber, deswegen, ja, freut mich für dich. Ey, sag mir mal einer. Ja, Punchline King. Pillard, ja? Ist der Punchline King. Pillard ist Punchline King, so. Ich sag's euch. Aber gebt euch mal auf Pillards erstem Soloalbum, gibt's einen Track, der heißt SP. Ja? Und das, was Snagger da macht, mit dem Flyer-Verteiler. Könnten alle dein Vater sein. Ist einfach die Line des Jahrhunderts, verstehst du? Der Typ ist einfach so krass. Es tut mir leid. Das ist okay. Ich bin ein Star, nein, ich sein. Ich brauche kein Eis. Also. Diamant so groß wie der Form eines Straußen Eis. Alter, Bruder, bitte. Okay. Ich muss mir das privat schon ein bisschen länger geben, deswegen freue ich mich dann auch so darüber. Aber ist gut. Zurück zu Kasper. Das Album mit Materia 1982, dope. Ja? Hab ich ziemlich gefressen und auch sehr gefeiert. War ein sehr nices Album. Ja, war ein sehr nices Album. Und von daher bin ich jetzt komplett bei dir und freue mich sehr, sehr aufs Comeback von Kasper. Faszinierenderweise, was mir jetzt aufgefallen ist, ich weiß auch gar nicht warum die Woche, er hat parallel damals mit Materia aufgehört. Die waren jetzt beide ungefähr gleich lang weg und Materia kam halt vor 3 Monaten wieder. Und jetzt als Nachzügler Kasper. Ja. Yep. Oder gefühlt. Ich glaube auch, ja. Also so kommt es mir, habe ich es zumindest im Kopf, ich weiß nicht. Ich auch. Trackname? Ja, es war schön und nichts tat weh. Mhm. Hier haben wir es auch nochmal, falls keiner lesen kann. Ne? Ganz wichtig, Freunde, schreibt euch nicht ab, lernt lesen und schreiben. Ne? Alter Slogan, kannst du dich noch dran erinnern? Die Streicher. Und gleich kommt Frodo. Sind wir sicher, dass das Kasper ist und nicht Genetik? Ich. Weißt du, was das Schöne ist? Wir können bald fusionieren. Ja? Wir denken schon sehr ähnlich. Ja? Das tut mir schon immer, ziemlich ähnliche Denkmuster gerade so. Ich stehe so da, stopp, du sagst es mit Genetik und ich hätte jetzt gerade auch von mir kommen können, ja? Nice. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen.
Casper jetzt gerade da drauf? Ich will nur nicht, dass es wack ist. Wird's nicht. Hoffe ich. Das ist ein schönes Bild. Big Boy, dicker. Bloß weil Casper jetzt Lippenstift trägt? Zwischen Blumen liegt. Nein, ist einfach ein nices Color Grading und es hebt seine Lippen genau so in den Vordergrund. Okay? Don't hate, appreciate. Ja, und es matcht auf jeden Fall sein Oberteil, ne? Und die Mitte. Lil Nas X? Ja? Hey, let's see. Ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mach. Dunkle Nächte, lange wach. Wann hört es auf, wo fang ich an? Ging so schnell, da fühlt sich letztes Jahr wie gestern an. So. Ich muss jetzt aber gerade sagen, jetzt nächste Perspektive von dem Video. Ich find's gerade ziemlich nice, wenn er dabei bleibt. Ganz, ganz ehrlich. Was sagst du bis jetzt? Die Stimme ist immer noch krass. Stimme ist mega krass, wir haben ja schon Parallelen gezogen zu Kasimir, ne? Ganz klar. Und bis jetzt finde ich es auf so jeden Fall noch, ja, es ist einfach gezielter und auch, glaube ich, ein bisschen besser eingesetzt. Das ist nicht so so erzwungen, so die Stimmfarbe, ne? Bro, wo fang ich an? Ging so schnell, da fühlt sich letztes Jahr wie gestern an. So viel Schlechtes, dass ich's Beste fast vergessen hab. Hoff mein letzter Satz, wenn's Ende naht und nicht angeht. Alles war schön und nichts tat weh. Bin immer noch nervös, red leise, stolper voran. Baut Türme von Problemen im Kopf ohne Verstand. Ich find's gerade ziemlich nice. Akkorde, Rap, fertig. Piano halt, na klar, Akkorde, Entschuldigung. Du bist noch nicht warm damit, ne? Geil. Weit über Gebäude, durch den Smog, über der Stadt. Und wenn der Feinstaub mich nicht kriegt, dann Gott verdammt nochmal das. Was wenn die besten Tage da nur eine Phase waren? Nur der zuckende Tritt, bevor wir geschlafen haben. Ich finde auch sein Outfit. Warte. Was denn? Digga, ich find's nice. Weißt du, dass ich mir vor 2 Wochen eine Latzhose gekauft habe? Nein. Also anders, ich habe sie geschenkt bekommen, ja, aber ja, und ich finde es auch ziemlich nice. Ja, auf jeden Fall dope. Also ich muss sagen, also du kannst das mögen oder nicht, er kann immer noch rappen, Alter, die Stimme, die Intonation ist perfekt auf dem Beat. Ich muss mich noch, also thematisch feiere ich das auch, gerade so ich, aber ich muss mich an das Video noch ein bisschen, aber das geht mich auch nichts an. Aber jetzt mal ganz kurz zum Video zurück. So, gib dir mal die Farben, Alter. Die Farben sind sick, Alter. Also. Und ich glaube, darum geht es auch gerade. Und ich finde es auch mega imposant, so wie die jetzt gerade so gefühlt aus der Glotze springen. Und ich mir das so denke, so, wow, die Farben sind mega nice. Ziemlich. Also da hat jemand auf jeden Fall das Color Grading richtig krass verstanden. Nur der Suff und der Kick, bevor dann der Kater kam. Mit Vollgas in die Planke fahren. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren. Und mich. Ich wusste gar nicht, dass Casper so eine Stimme hat. Ja, doch. Der hat ja schon mal. Ich muss mal drüber nachdenken, ob mir der Track einfällt. Da hat er es schon mal an den Tag gelegt. Okay. Run, meine Freunde zu ignorieren. Und mich von Familie zu distanzieren. Wurde viel zu viel. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Fing an, meine Freunde zu ignorieren. Und mich von Familie zu distanzieren. Und dann passiert's. Was ich auch ziemlich krass finde, also gefühlt ist es jetzt gerade ein Track ohne Drumline. Und es wird bisher auch so bleiben. Absolut. Ich weiß nicht, da hinten kommt der Tsunami, Bruder. Da hinten kommt der Tsunami. Gibt's ja auch, sagen wir mal anders. Es war früher in den 90s auf jeden Fall mal ein bisschen mehr am Tag sowas, ja, wo man das gemacht hat. Und der erste Track, der mir jetzt aus dem Deutschbereich einfällt, als letztes, wo ich das wahrgenommen habe, war Triple A. Shinny und Lars. Die Kombo. Da war die Kompo. Ja. Das habe ich jetzt tatsächlich, ja. Und da war es ja auch, ist ein anderer Film,
Aber ich finde halt, es wirkt immer so krass, wenn du sowas machst. Ja, und es schafft halt einfach gefühlt Kunst in dem Moment. Und ich finde es mega krass. Einfach mal wirklich auf eine Drumline verzichten und nur das so nehmen. Hat so ein bisschen Kanye-Vibes. Auf jeden Fall. Und das im positiven Sinne, Freunde. Ich explodier, renn zu dir. So weit wie meine Beine mich tragen auf meinem Weg und Licht in allen Farben angeht. Ey, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Ich habe gelogen. Es kommt gerade, es steigert sich. Aber sehen, da kommt der Tsunami. Ich finde gerade, also gefühlt für mich, ist es gerade jetzt ein bisschen zu viel. Mir hat es davor ziemlich gut gefallen. Ja. Ja, ja, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön. Bin nie im Hier und Jetzt, wie meine Mama meint. Im Kopf, in der Zukunft und im Herzen, in der Vergangenheit. Wollt immer jemand anders sein. Schöner, besser, stecke fest und sterbe vor Langeweile. Bin weit über der Welt, schau mir den Untergang an. Depression bei Fuß, wie ein Hund bei der Jagd. Lieb immer noch die Musik mit den U's und den A's. Depression bei Fuß, wie ein Hund auf der Jagd. Spricht er von sich? Ich finde es immer... Ja, der spricht glaube ich, von sehr, sehr vielen. Also textlich, also inhaltlich holt mich das ja auch komplett ab so. Bin ich auch bei dir, auf jeden Fall. Aber auch die Delivery, das macht... Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, es gibt ja Künstler, die schreiben ihre Tracks, klar... was in ihrem Leben so passiert und so. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie sie schreiben, schreiben sie ja auch mit dem Blick, wie performe ich das Ding. Yes. Jetzt gibt ihr das da mal in Berlin auf der, wie heißt diese, die auf der Waldbühne, Bruder? Ja, Treffer. Krass, so. Bruder. Und schon erschüttert die Nazi-Bauwerke gleich rechts neben dran. Also ist schon krass. Ich glaube, halt auch, es kommt ziemlich geil und der Track baut sich halt riesig gerade auf. Der erste Part hat mir bis jetzt auf jeden Fall besser gefallen. Jetzt, wo es dann mal gerade so richtig, wo es jetzt gerade mal so Richtung Spitze ging, die Drums dazu kommen, war es mir ein bisschen zu viel. Jetzt bin ich wieder dabei. Ne? Und hey, 70 BPM, die Kick halt jetzt schön im Takt drauf, gib ihm alles schön. Ich denke halt auch, es ist halt live eingespielt worden vom Schlagzeug. Kann ich mir gut vorstellen. Gehe ich auch mal schwer von aus. Kann ich mir gut vorstellen. Depression bei Fuß, wie ein Hund bei der Jagd. Lieb immer noch die Musik mit den U's und den A's. Nimm den Fuß nie mehr runter vom Gas. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Ich mag die Switches, Alter. Fing an, meine Freunde zu ignorieren. Und mich von Familie krass, zu distanzieren. Das sowieso. Viel zu viel. Ich wurd's leid, meine Zukunft zu diskutieren. Und jetzt scheppert's gleich. Fing an, meine Freunde zu ignorieren und mich von Familie zu distanzieren. Jetzt musst du den Flieger machen. Du musst jetzt eigentlich aufstehen, Bro. Die Arme ausweiten und jetzt machen einen Flieger, wenn's losgeht. Richtig. Sorry, ich wollte irgendwas Sinnloses sagen. Check, erledigt. Passiert. Ich explodier. Zu dir. So weit wie meine Beine mich tragen auf meinem Weg und Licht in allen Farben angeht. Ey, alles war schön und nichts hat wehgetan. Alles war schön und nichts hat wehgetan. Ja, ja, alles war schön und nichts hat wehgetan. Casper wird jetzt gerade zu Venom. Ja. Genau, das war's. Sinnvolle Kommentare von Sherlock Jones on Fleek. Absolut, aber kommt bei Venom der Scheiß nicht aus dem Hals? Es ist doch egal. Venom nein, kommt nein, ich halt wollte aus der Erde. Aber ja. Ja. Ich denke mal, wie gesagt, inhaltlich absolut nachvollziehbar, dope. Yes. Ich mag die Switches in der Performance. Also wirklich von dem normalen Easy Rap, der mir nicht so getaugt hat im ersten Moment, zu der Energie, zu den Low Points, ist schon dope. Also wenn du das Ganze gerade so als Diagramm darstellen würdest, ne, so der Aufbau, erst so ein leichter Anstieg, es fällt ab, runter. Höherer Anstieg, geht ein bisschen runter, fällt wieder ab. Ne, dann kommt halt immer die Bridge zwischen rein so und dann bam, ballert das Ding am Ende richtig hoch. Ich sag, gib dir das mal live. Also KIZ nur mal so, wir sind im Februar in Bamberg, hol euch doch Casper als Vorgruppen.
Ja. Alles war schön. Ich hab heute wieder dran gedacht, dass ich mir zu viel Gedanken mache. Das ist eine ziemlich starke Komposition, also das Ganze, oder? Schau dir die Farben an. Gab's mal einen Track von Nicki Minaj? Bees in the Trap. Das Erste, was mir jetzt einfiel. Sorry. Ihr Mann ist in the Trap, Alter. Ja. Big Boy, was gibt's in dem Track? Pack mal aus. Also, ich werde mir den tatsächlich noch ein paar Mal reinziehen müssen, aber da er textlich bei mir einen Punkt trifft, glaube ich, kannst du verstehen, ist ich die Switches in der Delivery sehr, sehr dope finde. Das Color Grading nice ist. Es ist richtig krass. Ja, dope, Alter. Mhm. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Grundsätzlich aber würde ich mir einfach mal 2, 3 Tracks, mach doch ein Mixtape, Bruder, so, wo du einfach nur mal flexst, weil du kannst so dope spitten, Alter. Aber ja, dope. Falls sich die Lichtverhältnisse gerade etwas verändert haben, unser eines Licht ging aus, shit happens, wir haben ja immer noch eins. Deswegen brauchen wir die, die Likes, die Million, und dann passiert das nicht mehr. Dann passiert das nicht mehr. Dann ist, we promise. Dann ist richtig Deluxe hier. Richtig Deluxe, Freunde. We promise. Dann sind wir der Gerät. Dann sind wir richtig der Gerät. Der Gerät macht niemals Licht aus. Der Gerät bleibt immer an. Ist egal. Der ist schon wieder so alt, dass ihn keiner mehr kennt wahrscheinlich. Bruder. Der Gerät. Obwohl, unsere Zuschauer sind auf jeden Fall auch zum Teil Ü30er. Hm? Ist hier jemand Ü30? Bro, auf jeden. Echt? Auf jeden. Oh. Okay. Big Boy gibt einen Dope. Ich schließe mich dem Ganzen an. Hast du wunderschön gesagt. Passt perfekt. Ich fand's auch krass, so der ganze Aufbau von diesem Track. Das, was Big Boy noch meint, er hätte gern einfach mal Rap, mal kurz 1, 2. 1982 war ja eher dein Film mit Materia zusammen. Mehr davon. Nee, halbe Mille. Halbe Mille? Ja, das ist halt Boom-Bap. In 2021, nee, ist einfach... Beat halbe Mille war doch Royce da 5'9", das Original, ne? Ja, ja, ja. Ja, ne? Aber es war so dope, Alter. Das ist richtig krass und es macht auch wirklich Spaß und das hat auch Spaß gemacht. Die Stimme eignet sich halt auch so gut dafür, Alter. Das ist so. Aber sehr dope. Lassen wir es so stehen. Wir gehen über zum nächsten. Ciao.